Worum geht's in der Präsentation von Moritz und Hendrik? Moin, wir sind das Projekt Nepa die Engine und die Idee war, eine funktionierende, mehr oder weniger Web-App zu bauen, mit der es möglich ist, Jeopardy mit seinen Freunden und Freundinnen zu spielen. Die ursprüngliche Idee war, dass wir eben Jeopardy für alle zugänglich machen als Spiel und da gibt es dann eben den Vorteil, dass Spiele selbst erstellt werden können und dass man gemeinsam mit anderen Leuten spielen kann. So, dann ein bisschen Technisches. Also hier sehen wir erstmal die Spieleroberfläche, also oben die Kategorien und darunter dann die Fragen mit den Punkten, die je nach Punktzahl unterschiedlich schwer sind. So, dann, das ist jetzt beispielsweise, wenn jetzt eine Frage ausgewählt wurde und als Antwort Donald Trump gegeben ist, dass dann der jeweilige Spieler auf unseren tollen Böb-Knopf drücken kann und dann dementsprechend eine passende Frage eintragen kann. Das ist unser kleines Planungsposter, womit wir eigentlich angefangen haben zu planen und uns Überlegungen gemacht haben. Prinzipiell wollten wir eine Web-App machen, da diese auf allen Geräten läuft, man nichts extra installieren muss. Diese ist in drei Teile aufgeteilt. Zwei dieser Teile gehören zu dem Spieler. Dieser hat am Ende, zwei dieser Teile werden im Spiel an sich ausgeführt. Einmal das Frontend für den Spieler, wo er quasi die Antworten sieht, wozu er eine passende Frage stellen muss. Dann haben wir das Backend, also das Game-Backend für die leitende Person, also die quasi am Ende sagt, diese Antwort war richtig. Und dann haben wir noch eine Vorbereitung, einen Vorbereitungsbereich. Das Ganze aufgeteilt ist auch hier nochmal getrennt durch diesen kleinen Strich in der Mitte. Die beiden Clients oder die drei Clients verbinden sich jeweils mit einem Server. Auf dem läuft bei uns PHP, dazu mehr. Und die kommunizieren im Hintergrund mit einer Datenbank, wo die Fragen und Ähnliches gespeichert werden. Hier ist unsere Datenstruktur, wie die ganzen Einträge miteinander zusammenhängen. Das will ich jetzt nicht erklären, das würde vermutlich über die 4 Minuten hinausgehen. Aber einfach mal im Stream vom VOG nachschauen. Das ist nochmal, wie die Bildschirme aussehen ungefähr, haben wir eben schon gezeigt. Die leitende Person kann am Ende entscheiden, ob diese Antwort richtig war. Dementsprechend werden Punkte vergeben und wenn es nicht richtig war, kommt die nächste Person dran. Was lief dabei nicht ganz so gut? Wie bei jedem Jugendhack-Projekt kann man, glaube ich, sagen, es war zu wenig Zeit. Dieses Wochenende ist super cool, aber wenn wir noch eine Woche hätten und noch eine Woche und noch eine Woche, würden wir noch viel mehr schaffen. Gibt's in Erfurt nicht das Lab? Und das mit der Zeit wird dadurch noch lustiger. Wir hatten, wie in Hamburg, auch ein Framework verwendet, was wir noch nicht in der Tiefe kannten. Das hat auch nochmal Zeit weggenommen. So, es lief natürlich auch einiges gut. Zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen uns beiden und auch die Zusammenarbeit mit unseren beiden Mentoren, Stefan und Jan. Dafür auch nochmal danke. Ja, und damit sind wir am Ende. Vielen Dank euch zweien. Erzählt mir doch mal, wenn ihr hier vorgekommen seid. It's a new framework. What? Was bedeutet das? Also ein Framework ist quasi ein Stück Software, was einem manche Arbeiten erleichtert. Zum Beispiel Dinge, die man immer wieder machen muss, die man in jedem Projekt neu bauen müsste. Die sind dadurch quasi schon fertig, die kann man immer wieder verwenden. Zum Beispiel im Hintergrund haben wir Symfony verwendet als PHP-Framework. Das macht die Verbindung zur Datenbank, wie die Objekte miteinander in Verbindung stehen, das macht das alles für uns. Es nimmt einfach sehr viele kleinteilige Arbeit ab, wodurch man sonst sehr viel Zeit verlieren würde. Seid ihr beide große Quiz-Fans oder wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also die Idee ist eigentlich spontan irgendwie so... Waberte so in euch hinein, ja?
Also wir waren am Freitag vor Jugend Hack noch bei der Fridays for Future Demo. Hinweis, solltet ihr alle mal machen. Und da kam das Gespräch irgendwie auf das Hacker Jeopardy, was auf dem Chaos-Kongress immer gespielt wird. Das ist eine Software, die mitunter live auf der Bühne nochmal gefixt wird, weil es gewisse Probleme gibt. Und da hatten wir die Idee gehabt, können wir auch mal machen, vielleicht besser. Der Code ist nicht wirklich gut. Also wenn wir das jemals auf der Bühne machen, werden wir sicherlich auch noch ein bisschen Live-Fixing machen müssen. Und was habt ihr so mitgenommen? Was habt ihr Neues gelernt? Halt mehr Erfahrung gesammelt mit den beiden Frameworks fürs Frontend und fürs Backend. Das ist so das Haupt. Geht ja auch so. Genau, also ich hatte mit denen schon ein bisschen Erfahrung, aber auch ich habe so ein bisschen gelernt, wo so manche Fallstricke liegen, wie die sich verhalten. Genau. Ich danke euch zweien. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.